Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Area Games Vorspiel. Diesmal mit Forza Motorsport mir und Jan und dem Nils. Ja, hier haben wir auch gleich mal das wunderhübsche Menü von Forza Motorsport 4. Alles diesmal in dezenten Brauntönen gehalten und wieder sehr edel. Ja, sieht schick aus. Und gehen wir gleich mal in die Karriere. Und zwar haben wir jetzt hier, sehen wir mein VW Scirocco GT. Sieht ja aus wie echt. Richtig, das ist aber auch nur gerade wieder dieses schöne Homespace und es gibt einfach noch viel, viel mehr Autos. Ah, da sehen wir schon die dicke, fette Autoauswahl. Es ist wirklich jeder im Grunde mit Rang und Namen vertreten, ob nun Massenhersteller wie VW oder kleine Tuning-Schmieden, die nur 5 Mitarbeiter haben und 3 davon im Vertrieb arbeiten oder so. Ja, bis also, auf einer, ne? Ja, leider. Porsche ist nicht dabei, denn EA hat keine Lizenz vergeben dieses Jahr. Schade. Aber als Trost gibt es ja Ruf, ne? Ja, als kleines Trostpflaster. Ja, das reicht mir. Die sind eh schneller, oder? Ja, sind nochmal mehr Porsche-Geschwindigkeit als eigentlich vorher möglich. Hier hatten wir jetzt gerade so die kleinen Homespaces, das sind so neue Hintergrundbilder, in denen man sein Auto so positionieren kann. Also ist das dieser Top Gear, dieses Autohaus da jetzt so ein Hintergrund, den du dir ausgesucht genau, hast? Genau, das ist meiner. Mhm. Apropos ausgesucht, es gibt auch wieder ziemlich viele Tuning-Teile zum Aussuchen. Yeah! Geht wieder alles Motor, Felgen, Styling, alles, irgendwelche krassen Umbauten. Da wird in den Hecktriebler plötzlich ein Allradantrieb eingebaut. Geht wieder ordentlich Leistung, alles Mögliche wieder in zig Stufen. Sind das Tuning-Teile so von richtigen Namen, die man irgendwie kennt? Oder ist darauf jetzt kein Wert gelegt? Ist einfach nur, ist nicht mehr so, wenn ich mehr so viel Wert legt. Einfach nur hier nächste Ausbaustufe ist dann jetzt Rennklasse. Und, dass man wieder aus einem VW Polo einen Rennwagen machen kann, der sich nicht steuern lässt. Genau, der zwar übelst nach vorne marschiert, aber eine Kurve kennt er nicht. Ja, das hat er einmal gemacht, einmal so ein kleines Auto alles reingesteckt und zwar nicht spürbar. Genau, und das waren jetzt gerade die neueste Reifenmischung. Genau, die Reifen sind ja das große Thema in Forza, denn die haben Pirelli cool als Technologiepartner. Ah, da sind ja die Marken, muss ich. Genau, das sind die, cool, da sind die ganzen Felgen wieder, aber die haben die Reifentechnik, die Reifenphysik haben sie von Pirelli, haben sie Autos testen lassen und hier und da und haben diese ganzen Daten in Forza importiert, fast 1:1. Und das ist der Simulationsaspekt, den Forza bietet. Ansonsten, klar, geht auch wieder optisch, kann gestylt werden. Zwar nicht allzu viel, es ist kein Need for Speed Underground, aber darüber dürfte der Großteil der Forza-Spieler im Grunde auch froh sein. Ich fahre so in einer Perspektive, wo ich mein Auto nicht sehe. Ja, und außerdem, es gibt so schicke Cockpit-Perspektiven. Oh, Quietscheprosa. Ja. Deine Lieblingsfarbe. Genau, einmal die komplette Farbpalette. Was man möchte, kann man wieder designen. Oh, so Flip-Flop-Lackierungen sind auch bei? Ja, klar. Cool, schön. In der Kasse sind gerade die Spezialfarben. Und kannst im Grunde alles machen. Du kannst auch wieder zig Folien draufkleben. Also ich habe jetzt schon, obwohl es ja jetzt heute erst rauskam, waren die Tage jetzt schon wieder ziemlich krasse Muster und Designs im Online-Shop von Forza zu haben. Denkst du auch nur, Alter, wie viele Stunden müssen die für diese Ding aufgewendet haben? Ja, das ist ja schon aufwendig, ne? Wenn die da hunderte von Schichten übereinander kleben, also sieht ja schön aus. Ja, vor allem mit dem Controller. Mir wäre das viel zu aufwendig, deswegen mache ich das auch nicht. Ich habe es einmal versucht, ich hatte einmal mir so ein Logo entworfen, da standen 3 Buchstaben drauf. Und ich habe dann am Nachmittag dran gesessen, damit diese 3 Buchstaben schick aussehen. Wenn ich jetzt sehe, dass da Leute irgendwie ganze Porträts und Mona Lisas auf die Motorhaube klatschen. Und so das hier ist jetzt schon der Auto-Vista-Modus mit dem Warthog. Genau. Der mit Top Gear ist, das war jetzt gerade. Ruhe auf den billigen Plätzen. Oscar, unser Halo-Fanboy. Man kann ihn nicht steuern. Und ja, jetzt haben wir gerade gesagt, diesen extrem geilen Auto-Vista-Modus. Aber wenn die Autos so in Mafia ausgesehen hätten. Genau. Ja, das ist ein Morgan Evo und das ist zum Beispiel Jeremy Clarkson, wie er halt über den Morgan in seiner unnahmlichen Art berichtet. Mit deutschen Untertiteln, schön englischer Ton. Das ist so herrlich detailliert, wenn man sieht, dass man da jede einzelne Naht auf dem Leder sieht. Das ist herrlich. Das ist krass. Vielleicht ist das so nächste Xbox und Forza 5, falls es dann für die nächste Generation kommt. Kann alles öffnen, du kannst rumgehen. Das ist hier mit sogar den Motor aufheulen lassen. Ne? Ja, ja, du kannst wirklich einsteigen. Die haben das so gemacht, als würdest du selbst einsteigen. Na, ich sehe schon. Dann ploppen hier neue Poys auf, diese Point of Interest und auch der Zündschlüssel. Und dann kriegst du einmal diese Startsequenz, wenn da dieser, in dem Ding ist jetzt
V8 von BMW in dieses Hubraum-Monster. Schade, dass wir es jetzt gerade nicht hören. Also die Zuschauer hören es dann, aber wir nicht. Ja, wir leider jetzt gerade nicht, aber hey. Diese Poys lassen sich mit dem Joystick, mit dem Joypad nicht so gut anwählen. Da ist fast Kinect schon sinnvoller. Das hast du ja getestet. Ja, auch. Kinect. Und, ja. Erzähl doch mal von deinem Kinect-Ausflug. Ach, vergessen was. Okay, schwamm drüber. Schwamm drüber. Gehen wir lieber zu Nein, kommt wieder in den Schrank rein. Genau. Wieder zu viel, viel besseren Features. Und zwar der Rivalenmodus. Das ist so ein bisschen abgekupfert von EA's Need for Speed. Das Autolog, ja, ja. Wo man mal gesagt hatte, hier, dein Kumpel XY hat die Zeit geschlagen. Ne? Genau, das hast du auch. Und du kannst auch wieder Autoclubs gründen, deinen eigenen, kannst da die Garage teilen. War da in unser Club zu sehen? Ja, der Area Games. Aber da können jetzt nicht alle mit rein, oder? Ist auch, momentan steht es auf Einladung, aber da können wir sicherlich noch was machen, dass wir den offen stellen und wenn sich genügend ja, Leute Community finden, die Bock hätten, so einen kleinen, ein paar Runden zu drehen. Ja, ich habe ja auch schon Bock, ich hoffe, ich bekomme es da noch irgendwo. Genau. Und da sieht man auch schon, man hat so eine neue Fahrerkarte. Ah ja. Das ist wie diese Dogtag aus Call of Duty. Die kannst du umändern, du kannst da dein Lieblingsauto-Logo oder zig andere Logos reinsetzen, irgendwelche Sprüche drunter setzen von den Auszeichnungen und hast du nicht gesehen. Also tonnenweise Umfang. Geboren um zu siegen, hast du in den Test geschrieben. Ja, da sind teilweise so cheesy Sprüche bei, die gar nicht könnten von uns kommen. Ja, geboren um zu siegen, das erinnert schon an so einen ganz komischen Song. Und das hier ist einfach mal der Veranstaltungskalender. So viele Events gibt es mit jeweils 0 von 5 abgeschlossene Rennen. Aber da hätte ich aber wieder Angst, dass sich das wiederholt. Also ich habe es ja immer gesagt, wenn man dann so zum 10. Mal eine Strecke irgendwie nur rückwärts fährt oder gespiegelt oder nur mit einem anderen Auto. Surprise, es ist wieder so. Ja, herrlich. Juhu. Und das dann hier so jetzt der Welttournee-Modus. In der Quad in Klasse freigeschaltet und es ist quasi wie Google Maps quasi, wo dann halt gezeigt wird, wo du fährst. Der ziemlich nette, angenehme Sprecher sagt dir das alles. Wenn man jedes diese Karte Mal sieht und auf diesen Punkten dann sind ja diese Rennen, ne? Genau, das ist mein erster Gedanke, es lädt ja ein für DLCs später. Aber einfach mal so 10 neue Punkte. Wäre ich für, wenn neue Strecken kommen, also lieber bin ich dabei. Als Autos, ne? Genau. Und vor jedem Rennen sieht man jetzt nochmal, welches Auto, welche Veranstaltung. Preisgeld. Ja, was ich aber irgendwie so vermisst hatte, waren diese Autofacts, die bei Forza 3 eingeblendet wurden. Also das fand ich immer irgendwie so ein bisschen interessant. Klar, man hat sie relativ schnell alle gesehen. Hm. Erst recht bei den vielen Veranstaltungen, die Forza ja nun mal hat. Aber, weiß nicht, hätten sie vielleicht ein paar neue Fakten oder so einbinden können. Wirkt sich die Temperatur eigentlich aus? Weil man hat ja gerade zwischen morgens und abends fahren, ne? Ja, wirkt sich schon aus. Aber Komm, startet eigentlich irgendwann mal das Rennen? Also wir gucken hier seit 8 Minuten, ich will mal ein Rennen sehen. Ja, komm, sei doch mal geduldig. Geht noch ein bisschen über die Tuning-Setup, kann man natürlich wieder alles einstellen, aber natürlich auch die Schwierigkeit. Ah da, das ist ja herrlich, dass man es individuell anpassen kann. Genau, so, mag ich. Da siehst du auch wieder im Welttournee-Modus, wie du deine Credits einnahmen kannst. Ja, umso weniger Hilfe du brauchst, umso mehr Kohle gibt's. Genau. Das kannst du so handhaben, wie du möchtest. Und man kann auch das Zurückspulen definitiv ausschalten, was ja immer so ein bisschen als Weichei-Modus bezeichnet wird. Und im Grunde kann man es halt wirklich ausschalten, denn es gibt so gut wie keine Langstrecken- und Ausdauerrennen mehr. Mhm. Die sind gestrichen. Maximal hast du halt 5 Runden auf einem Kurs. Okay, los geht's. Und die kann man auch so abreißen und zur Not mal wiederholen. Ist zwar immer noch ärgerlich, aber mein Gott, wie gesagt, das F in Forza steht für frustfrei. Genau, das war auch eine sehr schöne Formulierung in einem Test, wo ich gelächelt habe bei mir. Oh, du hast gelächelt. Ja, du hast mich zum Lächeln gebracht, das Vorspiel mit dir. Nur da hinten. Ihr seid ja nur neidisch. Und da geht auch schon mal hin, weil der Cockpit startet. Und ist auch voll funktionsfähig, das Cockpit. Ein Schuh sieht aus wie von Spider-Man. Kann man die auch individualisieren? Nee, meines Wissens nicht. Okay. Aber so, wie gesagt, es sieht. Warum sitzen auf der falschen Seite? Das hasse ich immer. Ich liebe also Cockpit ab und zu, finde ich ganz cool, aber mich stört eigentlich so der geringere Bildausschnitt. Aber noch schlimmer ist, wenn man rechts sitzt. Das ist so. Ich frage mich auch, und das ist VW. Und ich habe nicht mal einen Führerschein, trotzdem stört es mich. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich weiß es nicht. Ich dachte, VW, deutsches Auto, machen sie so, wie es halt. Da im Ursprungsland vom Band kommt, ja.
oder zumindest hauptsächlich von Bahnkom. Da achten die auf die Gummimischung der Reifen, ja, und machen das Lenkrad auf die falsche Seite. Was soll das? Ja, ich verstehe es auch nicht. Was man eben kurz gesehen hat, war die Einblendung der Schäden. Die kann man leider so nicht mehr separat einblenden. Könnte man früher, wenn man das Digitalkreuz nach rechts gerückt hat, konnte man ja immer Reifentemperatur. Ja, die Anzeige vermisse ich ja auch gerade mit den Reifen. Kann man so nicht mehr einstellen. Warum? Weiß ich nicht. Man kann nur noch die vollständigen Telemetriedaten einblenden. Seltsame Entscheidung. So, aber ich sagte ja, man wird mit Credits nur so belohnt. Das ist ja schön geworden. Genau. Wir haben gleich noch Fahrerstufe Level Up und auch noch die Affinitätsstufe. Wieder Stufe 15 Fahrerbelohnung und das wieder Autos aussuchen. Und kurz der Affinitätsbonus. Wenn du mit einer Marke aufsteigst, kriegst du von der Marke Geld geschenkt. Wieder. Wenn du einem treu bleibst, wenn du jetzt genau, mit Audi fährst zum Beispiel. Genau, dann kriegst du das halt immer. Und du kriegst halt ab Stufe 4 auch 100% Rabatt auf die Tuningteile, was dann auch relativ witzlos wird. Geschenkt. Ja. Und da sieht man, wie ich dich überhole. Ja. Nur kurz. Naja, du bist doch schon ganz schön lange vor mir hergefahren. Ich habe da gerade meinen Lieblings-Kombi, den Audi RS2. Ich finde es immer sehr löblich, wenn Spiele heutzutage mal wieder Splitscreen haben. Früher war es ja Standard. Und dann so als irgendwie mit dem ganzen Online-Kram gab es immer weniger Splitscreen. Und mir hat es immer gefehlt so ein bisschen, weil ich gerne mal mit Freunden oder Bruder zu Hause gesessen habe und Splitscreen gezockt. Das ist schön, wenn einer dabei ist. Und sieht auch gut aus. Sogar mit KI-Gegnern. Ja, aber die KI, ich glaube... Ja, die damals gewundert, ne, weil man die so abgehangen haben. Ja, normalerweise ist es so, wenn man die KI auch schwer stellt und sie auch machen lässt, ist sie wirklich klasse. Also bin mir begeistert. Ja, muss ich jetzt die KI teilen. Ja, wahrscheinlich. Also wie gesagt, KI hat sich wirklich weiterentwickelt. Mein Ego wurde auch sehr davon gestreckelt, dass ich auch schwer spielen kann und trotzdem dort halt auch zu kämpfen habe, weil die KI genauso sich diese eine Lücke sucht, wie man selbst eigentlich immer macht und die Rennen sind nicht in der ersten Kurve entschieden. Das war ja aber doch bei Forza 3 auf Mittel immer so. Da war es dann im Grunde dann halt durch. Ja, das sorgt hier für ein ziemlich cooles Feeling. Ist mir auch aufgefallen beim Anspielen, dass die KI auch sich, die macht ja mal Fehler. Also sie verbremst sich oder fährt einfach mal so von der Strecke weg. Und ja, ist nicht mehr so wie die Lemmige hintereinander genau, weg auf der Ideallinie. Genau, weil es ist total langweilig, wenn man sieht, dass und die KI... Und da habe ich dich überholt. Ja, das war's. Also, ja, es ist immer total ätzend, wenn die Leute da einfach nur ihre Ideallinie abfallen und so wirkt das einfach ein bisschen menschlicher, wenn die auch mal Fehler machen. So wie du gerade. Ja, ach, das war hier, das war gewollt. Ja, ja, du wolltest die Reifen mal schon auf dem Gras testen, ist klar. Genau. Ja. Und da geht's auch schön Maple Valley gen Ziel. Ich möchte immer weiter davon. In den Sonnenuntergang. Ach, wie romantisch. So müsst ihr das vorspielen. Ja. Und das tut es auch. Ach nee, es ist erst Runde 2. Runde 2! Ah, sehr schön! Das ist Error Games in Improvisation. Wir wissen immer, was in unseren Videos passiert. Ich musste noch eine Runde länger diese Schmach ertragen. Es ist auch nicht so, dass es ganz groß in der Bildschirmecke steht, Runde 2 von 2. Ja. Aber jetzt ist es noch. Tschüss! Tschüss!